Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder euer kleiner Strubelpeter aus dem Norden. Ich habe hier vor mir ein paar Produkte liegen, die ich aufgebraucht habe und leer gemacht habe. Doppelt gemockelt. In diesem Video werde ich euch die Produkte zeigen. Ich werde euch meine Erfahrungen damit erzählen, ob ich sie empfehlen kann oder nicht, ob ich sie feiere, ob es Flops waren, Geldverschwendung und sowas alles. Und es ist von allem was dabei und ich würde einfach sagen, fangen wir doch mal an. Als erstes, Digis, fangen wir an mit einem Produkt. Ich glaube, das benutze ich, seitdem ich geboren bin. Diese kleinen Haarkrebse, kennt ihr die? Egal, wie viele man hat, sie gehen immer verloren. Ich kann euch das mega, mega empfehlen. Von allen 1 Euro günstigen Läden, Teddy, Action, was weiß ich, was es so gibt, kaufe ich meine Haarkrebse immer bei Teddy. Sie verschwinden trotzdem immer wieder. Aber ich kann das mega empfehlen. Hier hast du zum Beispiel 12 Stück, ein bisschen größere, weil ich habe sehr dickes Haar für 1 Euro. Und die habe ich mir vor kurzem wieder gekauft, weil alle meine wieder mysteriös verschwunden sind. Aber ich kann euch das mega ans Herz legen. Wenn ihr solche Sachen kauft, kauft sie bei Teddy. Das ist genauso gut, als wenn ihr das woanders kauft und Preis-Leistungs-Verhältnis passt und ihr spart einfach mega doll. Dann, Digis, habe ich mir das hier gekauft. Das sieht auch echt ein bisschen fertig aus. Duff Creme Dusch Peeling, Macadamia und Reismilch. Das ist so ein Körperpeeling. Tschüss. Oh, ich muss nochmal riechen. Warte. Ich wünschte, ihr könntet riechen, ne? Also, warte noch einmal. Ja, okay. Ich habe jetzt Peeling an den Lippen. Das riecht so gut, Digis. Es ist nicht das beste Körperpeeling, was ich kenne. Da kenne ich welche, die besser sind. Aber es ist schon sehr, sehr gut. Aber der Geruch, wow, du nimmst das. Das riecht so, als wärst du so ein Marshmallow. Es riecht nicht künstlich süß. Es riecht nicht chemisch süß. Es riecht nicht komisch süß. Sondern du nimmst es in die Hand und du freust dich schon, weil du einen so schönen Duft hast, der einfach so süß ist. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber Macadamia und Reismilch, keine Ahnung, was da so geht genau. Ne? Aber hammerheftig. Und das werde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Nicht, weil es das beste Peeling ist, was ich kenne oder so, aber weil du benutzt das und du riechst danach einfach so, als wärst du auf einer Wolke geboren. Dann haben wir hier von Hello Body Coco Fresh. Alle Produkte, die ich euch jetzt hier zeige, habe ich mir selber gekauft, außer das hier. Das habe ich von Hello Body zugesandt bekommen, weil ich mit denen zusammen arbeite. Trotzdem ist meine Meinung und alles ehrlich. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt von Hello Body. Das kann ich absolut empfehlen. Das benutze ich jeden Tag. Ich habe das 3 Monate jeden Tag benutzt. Jetzt ist das erst leer. Das ist der Coco Fresh Detox Face Cleansing. Auf jeden Fall so ein Reinigungsschaum benutze ich morgens. Deine Haut ist weich wie ein Babypopo. Sie riecht gut. Dein Gesicht fühlt sich schön gereinigt an und das mag ich richtig gerne. Gerade morgens so als Erfrischung. Absolute Empfehlung von mir. Selbst wenn ich nicht mehr mit denen arbeite oder arbeiten würde, würde ich es mir immer wieder nachkaufen. Dann haben wir hier von Redken Extreme die Mega Mask. Das ist eine Haarmaske. Also eine Haarkur. Ich muss mir die jetzt bald neu kaufen. Ich habe es jetzt leer gemacht. Die Redken Extreme Reihe benutze ich schon sehr, sehr lange als Haarpflege. Bei kaputten Haaren und so ist sie sehr, sehr gut. Bei Spliss. Und da habe ich auch schon viel an positiver Rückmeldung von meinen Followern bekommen. Überleg mal, ich färbe meine Haare alle 4 Wochen ungefähr und sowas. Die sind nicht perfekt, aber sie sind schon ziemlich gut und ich kann diese Redken Extreme Reihe mega empfehlen. Ich benutze sie schon seit, ich glaube, 3 Jahren oder so als Haarpflege und feiere sie mega. Auch die Haarmaske, also das ist wirklich gut, wenn man kaputtes, sprödes Haar hat. Absolute Empfehlung. Ja, dann kommen wir hier zu einem Deo, Nivea Fresh Flower und ich muss sagen, mein absolutes Lieblingsdeo, er sieht auch so aus, ist nur blau oder grün, Nivea Fresh Pure heißt das. Und das ist mega gut, aber dieses Fresh Flower habe ich mir halt geholt, um mal diese Geruchsrichtung zu testen. Und ich finde, es hält nicht so lange wie mein Lieblingsdeo und es riecht auch nicht so gut. Ich würde es mir nicht nochmal kaufen, weil es war für mich jetzt nicht absolut überzeugend oder sowas, weißt du? Also war okay. Dann habe ich mir von Balea ein Hitzeschutzspray gekauft und das auch leer gemacht. Und ich muss sagen, würde ich mir jetzt nicht nochmal holen, weil ich habe da jetzt nicht irgendwas super krasses gemerkt. Also schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was für euch ein gutes Hitzeschutzspray ausmacht, aber ich benutze auch Hitzeschutzsprays viel, viel lieber als Öl und so ein Kram, aber ich habe da nicht wirklich was von gemerkt. Also weder konnte ich meine Haare noch viel besser glätten, noch waren sie länger glatter oder irgendwas. Also für mich hat es nichts Besonderes gehabt, deswegen nö, war okay, will ich mir aber nicht nochmal holen. Dann haben wir hier so ein Mystery Rasiergel, das ich mir gekauft habe bei Müller und das will ich mir auch nicht nochmal holen. Also ich achte echt auf Feinheiten, Digis, ne? Aber du drückst drauf und da kommt ohne Druck ganz wenig Rasierschaum raus. Immer wieder. Und du hängst da und es fühlt sich jedes Mal so an, als wäre die Flasche leer. Sie ist es aber nicht. Weiß nicht, also ich fand den Rasierschaum nicht so gut. Ich hatte jetzt nicht das... Es war für mich ein Standard-Rasierschaum oder Rasiergel, sag ich mal, ne? Ist ein Rasiergel, sorry. Hatte für mich jetzt nicht irgendeine super besondere Wirkung. Weder konnte ich besser rasieren, toller rasieren, noch waren die Beine länger glatt oder es hat super geglitten oder... Ja, also nö. Hammerheftiges Produkt, Digis. Hammer krass, gut aus der Drogerie. Das ist eins der besten Abschminkprodukte, die ich kenne. Ich habe auch ähnliche, die kosten dann irgendwie 15 Euro oder 20
Euro und das hier kostet 3 Euro oder so, keine Ahnung. Und das ist so ein Öl, nimmst du dir, auch wenn ich jetzt so wie jetzt krass geschminkt bin, auch wenn ich jetzt so wie jetzt, okay, auch wenn ich so wie jetzt hammerdoll geschminkt bin, nehme ich ein paar Pumpstöße, halte mir das bisschen ans Gesicht, damit mein ganzes Make-up sich löst und reibe rum. Und egal wie viel Make-up ich drauf habe, egal wie viele Schichten, egal wie wasserfest, dieses Reinigungsöl ist sehr gut beim Abschminken. Ich benutze das, mache mein ganzes Make-up ab, dann benutze ich nochmal irgendwie sowas wie, na, so ein Reinigungsschaum oder ein Peeling oder irgendwas. Aber falls ihr eine günstige, gute Methode in Richtung Öl sucht zum Abschminken, kann ich euch das Balea Reinigungsöl mega empfehlen. Habe ich auch auf Vorrat hier liegen. War eine Empfehlung von einer Followerin. Vielen Dank nochmal dafür und auch absolute Empfehlung von mir. Dann haben wir hier Rasierer, die habe ich euch schon öfter gezeigt. Wilkinson Quattro U, das sind Rasierer mit 4 Klingen. Und die finde ich gut, die habe ich auch auf Vorrat hier. Die habt ihr vielleicht auch schon in anderen aufgebraucht Videos gesehen, so von wegen, die sind nicht zu flexibel vorne. Weißt du, manchmal hast du Rasierer, rasierst du rum und die wackeln die ganze Zeit. Und nee, die haben 4 Klingen. Du schneidest dich nicht oft damit, also sehr, sehr selten, obwohl ich ein Tollpatsch bin. Sie rasieren gut, auch wenn du ein behaarter Bär bist. Ich kann diese Rasierer einfach empfehlen und kaufe sie auch immer wieder. Also heute habe ich es mit meinen doppelt gemoppelt, ne? Die mag ich sehr gerne. Das sind Einwegrasierer. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, Digis. Manche sagen, Einwegrasierer soll man wirklich nur einmal benutzen. Andere sagen, ey, ist nicht schlimm, wenn du sie öfter benutzt. Vielleicht wisst ihr, was davon schlimm ist oder gut ist oder nicht so gut und warum. Schreibt mir das doch mal gerne, damit ich das auch mal weiß. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wilkinson Quattro U. Dann habe ich hier von Redken auch aus der Extreme-Reihe den Conditioner. Muss ich mir jetzt auch neu kaufen, weil ich, wie gesagt, sie jetzt aufgebraucht habe. Kann ich auch empfehlen. Wie gesagt, diese ganze Redken Extreme-Reihe mag ich sehr, sehr gerne. Die hat meine Haare echt gut gepflegt, echt gut geholfen, als sie kaputt waren. Der Conditioner, also die Spülung, finde ich auch sehr, sehr gut. Ich habe dann immer die ganze Redken Extreme-Reihe genutzt, also Shampoo, Spülung, Haarkur, und werde ich mir auch nachkaufen. Ist auch eine absolute Empfehlung von mir. Ist echt super zum Aufbau von geschädigtem Haar. Dann, Digis, habe ich hier von Mary Kay Firming Eye Cream, straffende Augencreme, und die war echt nicht günstig. Und ich muss sagen, irgendwie überzeugen mich bisher, außer eine Gesichtsmaske von Mary Kay, die Produkte nicht so krass. Also ich habe die benutzt, ich habe nicht eine krasse Verbesserung gemerkt, fand sie nicht so unendlich angenehm auf den Augen. Also sie war halt so durchschnittlich, war auch ganz okay. Hätte ich mir aber auch irgendwie von DM eine Augencreme für 3 Euro kaufen können. Die hat sich für mich nicht wirklich im Preis-Leistungs-Verhältnis gelohnt, sei es vom Ergebnis, sei es von der Benutzung. Nee, war für mich also schon Fehlkauf und würde ich mir nicht nochmal holen. Nee, Preis-Leistungs-Verhältnis passt für mich und meine Wünsche und Ansprüche nicht. Dann habe ich hier von Penaten Baby eine Pflegelotion. Zieht schnell ein und schützt zarte Babyhaut. Ich habe keine Babyhaut. Ich habe einfach eine trockene Haut, die behaart ist wie von einem Affen. Trotzdem wollte ich das mal probieren. Es ist eine gute Bodylotion. Sie ist ganz okay. Ich würde sie mir aber nicht nochmal holen. Sie hat jetzt keinen super krassen Effekt gehabt. Also klar, diesen Pump-Dings mochte ich beim Auftragen. Das fand ich angenehm. Sie ist auch relativ schnell eingezogen. Aber sie hat zum Beispiel keinen Duft gehabt, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich weiche Haut und ich rieche richtig gut. Oder sie hatte nicht einen unendlich krassen Pflegeeffekt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich keine Babyhaut hatte. Die ist ja für zarte Babyhaut, die sie schützt. Sie war ganz okay, aber war jetzt nichts, wo ich sage, muss ich mir nochmal holen. Es war gut, dass ich danach keinen fettigen Film auf der Haut hatte von der Bodylotion. Hat man ja manchmal. Aber ja, war ganz okay. Vorletztes Produkt, Digis. Das hier hat mir eine Followerin geschenkt. Oh, ich weiß nicht, ich muss mir das mal im Laden als Parfum anriechen. Roberto Cavalli Paradiso, so eine Bodylotion, Digis. Die ist jetzt nicht krass pflegend, ne? Also, das ist jetzt keine Bodylotion, die dich so mega doll pflegt. Aber die riecht hammergut. So, du kommst aus der Dusche, nimmst diese Roberto Cavalli Paradiso Bodylotion, cremst dich ein und du riechst so richtig so, weißt du, so verführerisch, aufregend, wie ein Abenteuer. So riecht diese Bodylotion. Und das war so eine kleine Packung. Ich werde mir mal das Parfum bei Douglas angucken, ob das auch in Real Life so gut riecht, aber die Bodylotion, tschüss. Falls ihr mal verführerisch unterwegs sein wollt, testet sie gerne, riecht sie mal gerne und vielleicht findet ihr sie auch gut. Also sie hat einen sehr eigenen Geruch, aber ich fand den sehr, sehr sexy. Dann das letzte Produkt, Diggis. GHD Advanced Split and Therapy. Das ist so ein Zeug, das tust du dir in die Haare. GHD Advanced Split and Therapy wird durch die Wärme ihres Stylers aktiviert. Damit werden geschädigte Haarspitzen genährt und gekräftigt, um das Haar geschmeidig, glatt und glänzend zu machen. Nee, also für mich war das irgendwie so eine Geldverschwendung. Ich habe das immer wieder benutzt und mit meinem Styler aktiviert und ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Spitzen dadurch doller gepflegt sind, krasser gepflegt sind, mehr zusammen sind, weniger Spliss haben, weniger nach Spliss aussehen oder sowas. Da hat sich das Geld, finde ich, nicht so wirklich gelohnt. Also wenn ihr da was Cooles für die Spitzen kennt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber war ganz okay, aber auch Preis-Leistungs-Verhältnis war da für mich so, nee. Das war's jetzt auch schon mit meinen ganzen Produkten. Ich werde euch alle Produkte in der Infobox verlinken. Manches davon sind Affiliate-Links. Da würde ich mich freuen, wenn ihr die Produkte
Produkte über den Link in der Infobox kauft, so unterstützt ihr mich auch. Und es waren einige Empfehlungen dabei, es waren ein paar Evergreens dabei, die ich euch immer wieder zeige, weil ich sie immer wieder nachkaufe und gerne benutze. Was ich euch auch fragen wollte, ich liebe die Redken Extreme Reihe, überlege aber mal eine Haarpflege zu benutzen, extra für koloriertes Haar, die Haare mega schützt. Kennt ihr, egal was sie jetzt kostet, sehe ich ja dann, eine Haarpflegereihe, die auch für kaputtes, geschädigtes Haar ist, aber auch koloriertes Haar schützt. Also die Haarfarbe nochmal so, dass sie nicht verbleicht und verblasst und so. Wenn ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder verlinkt mir das in den Kommentaren. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich dachte, komm, kannst du mal testen, weil klar, meine Farbe bleicht auch nach ein paar Wochen aus und dann sieht sie vielleicht immer fresh aus so. Wenn ihr Erfahrung mit einem der Produkte habt, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle Fragen beantwortet, die ich euch während dem Video gestellt habe. Wenn ihr was kauft aufgrund meiner Empfehlung, würde ich mich freuen, wenn ihr mir nochmal eure Rückmeldung gibt, wie das bei euch funktioniert hat und sowas. Ja, so viel dazu, Digis. Das war's dann auch schon. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und bin gespannt auf eure Kommentare. Und ich verabschiede mich und sage Tschüsschen mit Küsschen. Rechts oder links? Rechts oder links? Von wo kommt der Knutsch, na? Rechts, links, rechts, links. Mitte. Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.